Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu einer neuen One Piece Kapitelbesprechung. Und ich muss mich erstmal direkt entschuldigen für letzte Woche, beziehungsweise für das letzte Video. Gott, ich war so müde, ich habe so viel Quatsch erzählt in dem letzten Video. Ich habe gesagt, ich hätte an einem One Piece Video gearbeitet, obwohl ich an einem Kingdom Hearts Video gearbeitet habe. Ich habe irgendwie gesagt, ich habe die falsche Kapitelzahl benannt. Gott, das war schlimm, es tut mir leid. Es kommt dabei raus, wenn man quasi übermüdet One Piece Kapitel bespricht. Aber jetzt bin ich nicht müde. Ich habe Bubu gemacht. Mittagsschlaf gab es sogar heute. Und deswegen jetzt vollkommen ausgeruht für euch. Kapitelbesprechung von Kapitel. Nicht, dass ich es wieder falsch sage. 981. Jawohl. Und direkt zu Beginn. Was ist das für ein geiles Color Spread? Ich finde das richtig cool. Ich finde es eigenartig, dass Oda sich dafür entschieden hat, Sanji und, wenn ich das richtig sehe, Lysop, die DJs zu sein. Wobei, Brook hat auch eine Gitarre in der Hand. Aber ich hätte halt eher so gedacht, dass Brook als Musiker halt derjenige ist, der im wahrsten Sinne des Wortes hier den Ton angibt. Und was ich auch seltsam finde, es fehlt Franky. So. Franky kann auch Gitarre spielen, Franky ist ja nicht zu sehen oder ich bin blind, aber ich sehe Franky nirgendwo. Hier ist Ruffy, da ist natürlich Sanji, Chopper, hier ist Nami, Lysop, Brook und hier hinten in der Ecke pennt Zorro. Aber Robin fehlen und Jimmy fehlt und Franky fehlt, ja. Schadenschokolade. Aber wie gesagt, an sich ein richtig cooles Bild, finde ich. Ich liebe, was er hier mit den Farben gemacht hat. Das sieht, finde ich, mega nice aus. Sieht halt wirklich so diesen, ja, keine Ahnung, jetzt wenn sie ja gerade irgendwie auf dem Bild halt wirklich im Club sind und Neonlichter und irgendwelche Sachen, die da halt blinken und leuchten. Mega cool. Hat wirklich richtig krasses Poster-Potenzial, sich das Ding einfach so an die Wand zu hängen. Finde ich wirklich richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr, sehr. Und kleiner nice Touch von Oda, dass er hier dem, ich weiß nicht, ob es ein Koala-Bär ist oder eine Katze oder dem Tier hier, hatte auch die Augenbraue wie Sanji gegeben und es sieht so aus, als wäre hier diese Augenbraue ab hier, also hier ist sie dick und dann auf einmal wird sie dünn. Das heißt, das Tier hat sich die Augenbraue wahrscheinlich aufgemalt, damit das Viech genauso cool ist wie Sanji halt. Und das finde ich doch schon, wie gesagt, ziemlich cool. Nice Touch. So, das eigentliche Kapitel aber. Da ist schon wieder jede Menge passiert. Also jede Menge ist passiert. Zum einen sehen wir jetzt hier das Resultat von Kids Attacke auf Apo, weil damit ist das letzte Kapitel ja geendet. Und alle sagen, wow, das ist Captain Kid, hier krasser Auftritt von ihm, bam, hat ihn mal eben umgehauen. Und ich finde es schön, dass er hier ihn sich zur Brust nimmt und auch sagt hier von wegen, ja, du warst die ganze Zeit schon verkackter Informant, ein Spion. Und dass die beiden jetzt wirklich hier so ein Standoff haben, mehr oder weniger, so ein bisschen zumindest. Da muss später noch was kommen. Die müssen den richtigen All-Out-Fight haben. Ich hoffe einfach, dass Oda uns das gibt. Gerade mit dem, was er jetzt hier macht, die müssen nochmal richtig sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und er macht auch nochmal hier direkt eine Attacke gegen Kids und er wird auch davon getroffen. Wahrscheinlich auch nochmal, um zu relativieren, wie Ruffy und Zorro auf die Attacken ja halt reagiert haben, dass sie ja getroffen wurden. Weil ansonsten gibt es wieder irgendwelche Fanboys, die dann sagen, ja, Kid ist jetzt stärker als Ruffy und Zorro, sieht man doch. Was halt nach jetzigem Stand totaler Quatsch ist. Aber deswegen hat er es wahrscheinlich hier nochmal so reingezeichnet. Was ich halt, jetzt bin ich einmal zu schnell gesprungen. Wobei, das kommt noch gar nicht. Kommt jetzt später, okay. Dann sehen wir jetzt hier, wie die auf ihn quasi reagieren, auf die ganze Situation, die Beast-Piraten. Aber es geht mit ihm einfach ab, ne? Er hat anscheinend eine Bären- Smile gegessen und ihm wachsen einfach hier oben Bärentatzen aus dem Kopf. So. Oder was zur Hölle, ey. Aber ja, dann sehen wir endlich mal jemanden von den Numbers und ja, die sind halt nicht anscheinend alle schwarz. Die hat Oda nur vorher absichtlich halt dunkel belassen, um sie mysteriös zu halten. Aber jetzt sehen wir den ersten von den Numbers, Hatcha, der sturkbesoffen ist und ja, der halt hier entsprechend auch drauf wird mit einer Eisenkeule, genauso wie Kaido ja auch eine Eisenkeule hat. Weiß ich gar nicht, vielleicht haben die Namas alle so eine Eisenkeule. Ich müsste jetzt nochmal in alte Kapitel reingucken, um das zu checken, aber vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt mir das unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Auch sehr schön,
Kid ist unaufmerksam und dann kommt Ruffy und rettet ihn den Arsch. Piu, wehrt das halt ab, ne? Und sagt dann von wegen, hey, komm, jetzt müssen wir weiter zum Schloss, ne? Und auch hier, um nochmal klarzustellen, ey, es ist jetzt nicht so, dass Kid auf einmal krass stärker ist als Ruffy oder Zoro oder so. Aber gut. Ich finde sehr schön die Dynamik, zuerst zwischen den beiden und dann zwischen den dreien tatsächlich, ne? Und wegen, ja, hier, Ruffy macht jetzt auch noch hier Kid an und das ist richtig gut, ne? Und alle kacken sich gegenseitig an von wegen, bla bla bla. Wie kannst du es wagen, hier so eine Szene zu machen? Das musst du gerade sagen, Ruffy, du hast angefangen. Ja, ihr seid beide Idioten. So, und Killer im Hintergrund nur so, was für ein Trottel. Richtig schön, richtig schön. Genau, und jetzt hier, Cover Your Ears, sagt er. Da wird nämlich nochmal die Teufelskraft von Apo halt relativiert. Denn es ist, was ist das Wort, ist Sound, seine Kraft. Und wenn du dir halt die Ohren zuhältst oder den Ton halt nicht hörst, dann kann er dich damit anscheinend noch nicht angreifen. Das macht ihn deutlich, deutlich, deutlich schwächer. Klar ist das immer krass für Überraschungsangriffe. Er hat natürlich eine richtig heftige Reichweite damit, aber wenn du es erstmal weißt, kannst du es, glaube ich, sehr gut kontern. Im Prinzip müssen sie sich ja jetzt nur Ohrenstöpsel oder sowas reinpacken und dann können sie den Typen auseinandernehmen. Der wird wahrscheinlich auch sich nicht völlig auf seine Teufelskraft verlassen, ansonsten wäre er nicht in der Position, wäre er nicht diesen Rang bei den Kaido-Piraten halt, hätte er den nicht schon inne und so. Der wird noch auch ohne seine Teufelskraft gut austeilen können, denke ich. Ansonsten wäre er keiner von der schlimmsten Generation. Aber das ist schon sehr, 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 sehr eine Abschwächung für ihn und seine Teufelskraft, wenn er vorher noch so krass aussah, dass er Ruffy fast ausgenockt hätte. Also von daher, ne? Ja, und was mir im letzten Kapitel auch gar nicht aufgefallen ist, der hat gezielt, das fand ich sehr, sehr nice, der hat gezielt auf die Narben, beziehungsweise auf die Verletzungen, die Ruffy und Zoro vorher schon hatten, gezielt. Der hat bei Zoro halt hier quer über die Brust einen Schnitt gemacht, da wo er schon seine Narbe hat, und Ruffy hat er von innen explodieren lassen, genau da, wo Akainu ihn damals getroffen hat. Schönes Detail, vielleicht erklärt das auch, warum die Attacke von dem so effektiv war in dem kurzen Moment. So, jetzt aber weiter zu den Kaido-Piraten. Und hier, Husu ist auf jeden Fall, glaube ich, der Kandidat, der irgendwie meutern wird oder der irgendwelche Schindluder macht, der vielleicht sich entweder wirklich aus gutem Gewissen oder nur aus einer Zweckgemeinschaft sich mit den Strohhüten irgendwie zusammentut, um mindestens einen von den Kommandanten von Kaido auszuschalten. Und da setzt hier relativ viel Screentime für ihn ein und nicht für die anderen. Von daher, ja, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das genauso passieren wird. Und sie sagen halt, okay, sie besuchen jetzt erstmal Kaidos Sohn. Der bleibt weiterhin bleibt er ein Geheimnis, Kaidos Sohn. Und ich weiß nicht, also Oda baut den jetzt schon ziemlich auf, ne? Vor ein paar Wochen hätte ich noch gedacht, von wegen, ja, dann sehen wir jetzt einfach im nächsten Kapitel, wie Kaidos Sohn auf den Plan tritt. Aber er macht echt ein Geheimnis draus und teasert den lange an. Also irgendwas muss mit Kaidos Sohn echt sein, wo du nicht mitrechnest. Wenn es jetzt einfach random irgendein anderer Typ ist, der einfach stark ist, und sagt, ja, okay, ich kämpfe jetzt, dann wäre das lame. So, dann wäre das echt lame. Also entweder er ist eine absolute Trantüte und vielleicht auch voll der Schwächling, oder er sieht strange aus, vielleicht ist er eine Kamabaka-Transe, kann ja sein. Irgendwie sowas Absurdes, wo du nicht mit rechnest jetzt einfach, dass das kommt, wo du sagen könntest, okay, das ist so irgendwie der Gag, oder er ist wirklich einer von den Good Guys, oder es ist tatsächlich ein Charakter, den wir schon kennen, wo wir nicht wussten, dass das Kaidos Sohn ist und der sich vorher anders genannt hat oder so, aber wir müssen abwarten. Also im Prinzip, gerade ist wieder alles möglich und Oda ist sowieso in letzter Zeit unberechenbar, finde ich. Wir müssen abwarten, aber ich glaube, Kaidos Sohn wird hier der Schlüssel zum Sieg vielleicht werden. Aber Schlüssel zum Sieg könnte noch was anderes sein. Der Manga schwenkt nämlich über jetzt auf Kinemon und die anderen, die sich halt weiter nach vorwärts bewegen zum Schloss hin. Und sehr schön, Sanjis Reaktion, Sie sehen hier, halt, das ist ein Puff, ein Freudenhaus, und Sanji ist direkt hin und weg und direkt hin, ne? Und er so, ey, Kinemon, das ist ein Puff, ist das nicht super? Kinemon ist mit den Gedanken aber eigentlich nur bei Momonosuke, und Nami und Carrot lässt das auch kalt, und es ist so schön, wie er boing, dahin geschwebt kommt und dann einfach nur wieder raus, total erschüttert. Und der ist am Boden zerstört. Ja, das ist auch so die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Hatte mich
auf dem Discord. Sascha hatte mich tatsächlich darauf hingewiesen. Ich mag seine Idee eigentlich lieber. Ich hatte es zuerst so interpretiert, dass die so gut wie leer sind, weil das da ja auch steht, ne? Dass er halt keine hübsche Frauen gesehen hat, alles leer, und er ist deswegen niedergeschlagen. Aber es könnte ja auch tatsächlich sein, dass er reingegangen ist und hat einfach gesehen, wie Big Mom sich gerade umgezogen hat. Also stell dir vor, du bist Sanji, ja, du rennst halt dahin, weil du einen Puff siehst, hast nicht damit gerechnet, willst ein bisschen dir irgendwelche heißen Damen angucken, Augenschmaus haben, und dann machst du die Tür auf, und dann siehst du da die fette, alte, runzlige, eklige Big Mom, die dich gerade umzieht in ihren Kimono. Und ja, da kann nur irgendwas in Sanji sterben. Und es sieht auch so aus, als wäre irgendwas in ihm gestorben. Das ist richtig schön, richtig schön. Geiles Panel. Aber die rennen halt alle da lang und Big Mom bemerkt halt auch den Krach. Also das ist so der typische Oda-Slapstick, ne? Fenster auf und sie sieht Chopper. Und ich habe mir auch gedacht, ich glaube, der Schlüssel, um Kaido zu besiegen, könnte tatsächlich sein, dass sie Big Mom einfach haben. Und Big Mom, ich lehne mich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte mal, dass sie Alzheimer hat. Weil als sie auf Wano angekommen ist, war sie ja sowieso zuerst so ein bisschen amnesiemäßig. Hey, wo bin ich? Und ich kann mich nicht erinnern und so, ne? Und da hat sie ja mit Chopper angebändelt und war ja kurz mit den anderen auf dem Weg zum Gefängnis. Und wenn sie wieder so einen Schub bekommt, und sie ist halt sehr alt, könnte es sein, dass sie vielleicht mitten im Kampf oder in der Schlacht sich auf einmal gegen Kaido stellt und Chopper quasi sie zusammen so einen Doppelkampf quasi mit Chopper hat gegen irgendwen, und vielleicht ist sie dann später das Zünglein an der Waage, die ja, was die ganze Schlacht dreht, ne? Das könnte ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle jetzt gegen zwei Kaiser gleich, weil sie müssen ja rein theoretisch gegen zwei Kaiser gleichzeitig kämpfen. Und ich habe das schon mehrfach gesagt, ich sag's wieder, ich glaube nicht, dass sie das mit ihrer jetzigen Kraft schaffen können eigentlich, denn das würde das Powerscaling in One Piece ab Absurdum führen. Aber wenn sie Big Mom auf ihre Seite ziehen, ob das jetzt einem gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich würde es Oda zutrauen, dass er sowas macht, dann halte ich es dann schon eher für wahrscheinlich. Ja? Apropos Big Mom und Big Mom Piraten. Man sieht, dass die Big Mom Piratenbande wieder einmal versucht, diesen Wasserfall hochzukommen. Und sie reden noch kurz darüber, dass ja das letzte Mal King von den Kaido-Piraten sie umgekickt hat und dass diesmal wird das nicht passieren und bla 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 bla. Und auf einmal, sie sehen nur Flapp, was? Nicht schon King, nicht schon wieder? Nein, warte, das ist nicht er. Denn Boom, Alter! Boom! Marco der Phönix in einem sehr geilen Panel, in einer sehr geilen Doppelseite, ist auf einmal hier am Start und haut sie einfach wieder um, puff, und schickt sie wieder zurück. Können wir mal kurz für diesen Moment, können wir uns mal kurz geschlossen darauf einigen, dass die restlichen Big Mom-Piraten gerade das Team Rocket aus One Piece geworden sind. So, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Bling. So, richtig schön. Ich bin mal gespannt, ob die Big Mom-Piraten es noch schaffen, da hochzukommen. Oder ob Marco die jetzt gesoftlockt hat und sie nicht mehr weiterkommen. Aber sehr, 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 sehr cool, dass der hier am Start ist. Oda muss bitte nochmal erklären, warum er jetzt auf einmal am Start ist. Weil als wir ihn das letzte Mal gesehen haben und als Neko Mamushi bei ihm war, da hat er ja gesagt, er kann die Insel, auf der er war, die Heimatinsel von Whitebeard, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kann er nicht verlassen, weil er hat Schiss vor Edward Weeble. Der macht alles, was irgendwie im Erbe oder im Vermächtnis von Whitebeard steht, macht er absichtlich kaputt und haut er zu Klump. Und er möchte die Insel nicht ungeschützt lassen, weil Edward Weeble echt stark ist. Und jetzt ist er doch da. Das heißt, Marco müsste einen geeigneten Ersatz gefunden haben für sich selbst, der auf die Insel aufpasst. Weil ich glaube nicht, wenn er vorher so geredet hat, dass er die schutzlos zurücklässt. Er muss irgendeinen Ausgleich gefunden haben. Es wird interessant zu sehen, was er da für einen Ausgleich gefunden hat. Würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn Shanks da irgendwie mit drin hängt. Und dass das dann das nächste Mal sein wird, wie Shanks in die Story mit eingebunden wird.
könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Aber warten wir mal ab, warten wir mal ab. Jedenfalls sehr geiles Panel. Man sieht hier unten noch angeteasert, das ist, glaube ich, Neko Mamushi. Und das könnte hier, ich vergesse immer den Namen von denen, aber der war im Flashback und der war auch bei Whitebeard auf Marineford dabei. Ich vergesse immer den Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Der Kerl, der sich halt anzieht wie eine Frau, ist der Transvestit quasi, der asiatische, japanische, normal aussehende und nicht aussehend wie eine Horrorfigur, Transvestit. Ishio, ich weiß es nicht. Hatet mich nicht, dass ich den Namen jetzt nicht auf Tasche habe. Müsste ich sonst im One Piece Wiki nachgucken. Aber ich glaube, der ist das, den hat er auch mit dabei, was auch passend ist, weil das ist ja der Einzige, der, nachdem Oden quasi, wie wir im Flashback gesehen haben, die Banden gewechselt hat, bei Whitebeard geblieben ist. Und ja, das finde ich sehr nice. Finde ich sehr nice. Also jetzt ist auf jeden Fall Marco mit am Start. Ich weiß nicht, ob es nur Marco ist oder ob am Ufer von Wano oder irgendwo anders noch weitere ehemalige Whitebeard-Piraten warten. Vielleicht ein Yuzu oder ein Vista oder wer auch immer. Bin ich mal gespannt. Aber alleine mit Marco haben die jetzt ein richtig krasses Powerhouse. Es ist halt, Marco ist halt der Vize von Whitebeard gewesen, dem zuvor stärksten Piraten der Welt. Und ja, auch das könnte das Ding drehen. Es wäre eigentlich ganz cool, einen Fight, finde ich, zwischen Marco und King zu sehen. Weil sie beide ja Vögel sind, wenn du so willst. Er ein Flugsaurier, er halt ein Phönix. Wie der Kampf abläuft, wäre eigentlich sehr nice. Das wäre so ein bisschen so wie das Spiegelmatch Katakuri gegen Ruffy, die ja auch sehr ähnliche Teufelskräfte hatten. Wäre das interessant zu sehen. Vielleicht ist das so, dass wir genau das sehen werden. Ich bin gespannt. War ein schönes Kapitel. Nächstes Kapitel kommt am 14. Juni. Seht ihr auch hier unten. Und ja, was sagt ihr zu dem Kapitel? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr das tut und ihr mir nette Dinge schreibt. Könnt ihr auch flamen. Wenn ich Quatsch erzählt habe, nur zu, ist okay. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Wobei, ich glaube, ihr seid alle Abonnenten. Und dran denken, jeden Dienstag und Sonntag streame ich auf Twitch. Und da spreche ich auch immer gerne, wenn ihr Bock drauf habt, mit euch über One Piece. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und hauen Sie Pause. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.